Und damit sind wir bei meinem letzten Judgment Booster. Ich hoffe immer noch für Wishes. Also, der rote Wish wäre geil. Heißt aber nicht, dass es der sein muss. Ich nehme auch den grünen. Nee, den grünen actually nicht. Ich nehme auch den schwarzen und den roten. Oder den blauen. Oder den roten. So. Unsere erste Ankam ist Planar Chaos. Für ein rotes, zwei farblose, eine Verzauberung. Zu Beginn des Versorgungssegments flippt man eine Münze. Wenn man das verliert, muss man dieses Planar Chaos opfern. Allerdings, jedes Mal, wenn ein Spieler einen Zauber spielt, muss dieser Spieler eine Münze flippen. Wenn er die Münze verliert, wird dieser Zauber gecountert. Das gilt aber auch für uns selber. Das ist so, naja. Ein Wonder. 4 Mana, 2-2 fliegend. Solange die im Friedhof liegt und solange wir eine Insel kontrollieren, bekommen alle unsere Kreaturen fliegend. Sehr, sehr schöne Karte. Und eine Wurmfang Crab. Für 4 Mana, 3-6. Sie ist unblockbar und wenn sie ins Spiel kommt, müssen wir Permanentes entfernen. Allerdings, wenn sie das Spiel verlässt, bekommen wir das Permanente wieder. Servian Safekeeper. Auch eine sehr teure, sehr schöne Karte. Also ich finde die toll. Ein grünes Mana 1-1. Wir können Land opfern und einer Kreatur Shroud bis zum Ende des Zuges geben. Ist vor allem in kreaturenlastigen grünen Decks sehr, sehr gut. So. Dann haben wir Prismatic Strand. Für einen weißes, zwei farblose, einen Instant. Wir verhindern allen Schaden, der aus einer Quelle von einer Farbe unserer Wahl kommt. Wir können das flashbacken, indem wir eine ungetappte weiße Kreatur, die wir kontrollieren, tappen. Das ist sehr stark, ein sehr billiger Flashback. Dann Unreached Bark Cripper. Für 3 Mana 2-2, wenn wir Threshold haben, bekommt er +2/+2. Funeral Pyre. Für ein weißes entfernen wir eine Karte aus dem Friedhof, ganz aus dem Spiel. Und wir erhalten der Besitzer dieser Karte, also der Karte, die wir removen, erhält einen 1-1 weißen Spirit Token. Iron Shell Beetle, 2 Mana 1-1. Wenn er ins Spiel kommt, also wenn er ins Spiel gelegt wird, legen wir eine +1/+1 Marke auf ihn drauf. Also generell auf eine Target Creature, aber meistens nimmt man ihn, weil er sonst 2 Mana 1-1 ist und zu schwach ist, um wirklich was zu machen. Devi Gravity. Für ein blaues Mana, eine Kreatur kriegt fliegend bis zum Ende des Zuges und das kann man für ein blaues Mana flashbacken. Giant Warfog. Für 6 Mana 5-5 Trampel. Bestie. Schwein. Dann haben wir Barbarian Bully. Für 3 Mana 2-2. Wir werfen eine zufällige Handkarte ab und der Barbarian kriegt +2/+2. Es sei denn, ein Gegner lässt sich automatisch 4 Damage zufügen. Dann kriegt er keine +2/+2. Kann aber immer noch angreifen. Ziemlich cool. Dann haben wir Liberated Dwarf. Für ein Mana 1-1. Für ein rotes können wir die opfern, um eine grüne Kreatur +1/+0 zu geben und ihr Erstschlag zu geben. Das ist für eine grüne Kreatur schon ziemlich gut. Dann haben wir unsere Grotusk Firebeast. Für 6 Mana 2-2. Wenn es ins Spiel kommt, macht das 4 Damage am Spieler unserer Wahl. Ja, das rechtfertigt 6 Mana 2-2 nicht. Dann haben wir Mental Note. Für ein blaues legen wir die obersten 2 Karten von unserem eigenen Deck auf den Friedhof und ziehen dafür dann eine Karte. Und die letzte Karte ist ein Harvest Read. Für ein grünes, ein farbloses 1-1. Tappen für ein Mana von einer Farbe, dass ein Land, das wir kontrollieren, theoretisch produzieren könnte. Das heißt, der macht uns nur Mana von Quellen, die wir schon haben. An für sich ein recht solides Booster. Der Safekeeper ist gut, das Wonder ist sehr gut. Ja. Wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.